Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus LS19, und zwar schon vor längerer Zeit einmal wieder aus der Nordrisch Marschierfach. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich. Jo, und zwar ist ja das Problem da mit der HLS-Profi, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, sind wir ja da gerade in einer Challenge. Da kommen immer 4 Folgen die Woche. Und jo, der war wieder die Woche nicht da, weil er zu faul war, sozusagen zur Aufnahme zu kommen. Jo, jetzt habe ich mal gedacht, ich kann euch ja eine Woche nicht ohne Videos lassen. Bringe euch wieder so wie Mittwoch und Freitag, so wie immer, wie ins Kanalbanner steht, um 12 Uhr eine neue Folge. Und jo, heute sind wir wieder einmal auf der Nordfläche Marsch 4-fach unterwegs. Jo, jetzt müsst ihr selber schauen, was wir da alles zu machen haben. Da haben wir, glaube ich, einmal Rasen gemäht oder halt Gras gemäht. Ja, da müssen wir mal wahrscheinlich düngen. Jo, und dann habe ich gesehen, auf dem Feld, da haben wir einen Strafen Unkraut drauf. Den müssen wir auch noch wegmachen, aber davor müssen wir da mal den Herr Kollegen sauber machen. Den müssen wir wegstellen. So, dann schnappen wir mal das Ganze da. Wo stellen wir das am besten hin? Stellen wir den einmal da her. Jo, und wenn es euch gefällt, natürlich die Bewertung nicht vergessen. Und vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung unter den letzten Videos. Und ja, vielen lieben Dank für die 9 Abos, die dazu gekommen sind. Danke für die Unterstützung und mir freut es auch, damit es euch gefällt. Und jo. So, dann schauen wir mal weiter. Passt das. So, dann werden wir da dort nochmal umstellen. Dann werden wir da mal gleich den John Deere mit der Feldspritze stoppen und dann mal das Unkraut wegmachen. Aber zuerst werden wir da den Herrn Kollegen sauber machen. So. So, sauber. Bisschen Wartung, wird nur nichts. Oder ja, ich werde nicht lassen. So. Dann schnappen wir uns einmal schnell den da dran. Weil den müssen wir auch mal waschen. Das können wir dann gleich machen, dann werden wir den wegrahmen. So. Schauen wir mal. Da müssen wir dann striegeln wahrscheinlich. Irgendwo da fängt das Unkraut an. Dann können wir eigentlich schon ein bisschen anfangen vorzuspulen, wenn wir da fertig sind. Jo, hoffentlich geht sich das aus mit den 380 Liter da drin. Sonst müssen wir halt auffüllen gehen. Aber das werden wir schon schaffen. Dann müssen wir da, runterfahren.
Oh, jetzt weg. So. Noch und dann da noch einen Strafen. Und jo, schauen wir mal. Der hat jetzt schon 1,6 Stunden drauf, das ist aber nichts. Und jo, dann schauen wir gleich mal, was wir noch als nächstes zu machen haben. Ich glaube, dann ist ein Wiesendüngen oder Kalken dran. Wollte jetzt nicht. So, hoffentlich geht sich das aus mit den 160 Litern. Und dann können wir eh schon anfangen vorzuspulen. Kommen wir auf 30. Ah, das andere müssen wir nur düngen. Und ja. Oh, falscher Knopf. Das tut man an. So, dann stellen wir den umgekehrt zum Hochdruckreiniger, da machen wir den gleich waschen und wieder verstauen und dann passt. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Der ist gewaschen, der ist dreckig, den müssen wir uns noch sauber machen. Ich bin ja schon gespannt auf den LS22. Wenn ihr das auch seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt es gerne in die Kommentare, auf was ihr euch freut, was ihr euch nicht so freut auf dem 22er. Und jo, ob ihr euch das Ganze schon vorbestellt habt oder ob ihr noch wartet. Und ja. So, das schauen wir mal. Sauber, fahren wir weg. Den stellen wir dann daher. Oh, den stellen wir ein bisschen enger zusammen, damit der andere auch da reinpasst und dann geht sich das, glaube ich, schön aus. Das hätte man keine noch schöner machen. Aber das lassen wir jetzt mal durchstehen. Dann schauen wir, ob das in Düngen geht. Und dann passt. Jo, das geht zum Ding, das war perfekt.
Und dann schauen wir weiter. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu schwach, um gut vom Sound her, aber der zieht da schon. Dann passt das. So. Wenn ihr noch Mod-Vorschläge habt für das Projekt oder so, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und jo, dann bin ich ja schon gespannt, was ihr so schreibt für ein LS22 und ja. Das werde ich dann im nächsten Video dann beantworten, entweder in der nächsten Folge von dem oder in der Challenge, das kommt dann drauf an. So, nochmal düngen. Das ist dann fertig. Dann haben wir noch die anderen Wiesen zu düngen. Und jo. So, das ist gedüngt. Jetzt fahren wir auf die nächste Wiesen. In der Innenansicht. Das ist A gedüngt. Ich glaube, das andere voll gedüngt. Der klappt zusammen. Das ist, glaube ich, voll gedüngt. 100% EU. Dann haben wir das A erledigt. Stellen wir den Herrn Kollegen doch hin. Das geht sich dann schön aus. So. Dann können wir eigentlich schon einmal vorspulen. So. Wie schaut es denn da aus? 204.000 Silage bei den Tieren. Mais 50%. Ja, jetzt warten wir noch da auf den Herrn Kollegen da. Summe 4. Kann man mit Diesel herstellen mit Raps? Glaub schon, oder? Raffinerie besuchen. Ah, das geht, glaube ich, Global Company. Also, das wird man jetzt finden. Muss ich jetzt das zu Karten, oder? Okay, ich glaube, dann werden wir zuerst einmal. Haben wir da Kredit? 155.000? Okay. Lange nicht mehr gespult, deswegen. Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.